Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele wurden ja schon 2015 von den Vereinten Nationen festgelegt für die große Vision einer friedlicheren, einer gerechteren und klimafreundlichen Welt. Als oberstes Ziel wurde aber ganz klar formuliert, die schreiende weltweite soziale Ungleichheit von Arm und Reich zu bekämpfen. Und hier hat sich in den letzten 5 Jahren sehr wenig getan, ganz im Gegenteil. Anfang des Jahres gehörten 1% der Menschheit 45% des globalen Vermögens, und die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung hat so gut wie nichts. Und diese Ungleichheit wird jetzt durch die Corona-Pandemie noch zusätzlich verschärft. UNICEF hat jetzt erst gewarnt, dass weitere 150 Millionen Kinder in Armut fallen werden und wir dann insgesamt von 1,2 Milliarden Kindern, die arm sind, sprechen. Übrigens auch 2,8 Millionen Kinder hier in Deutschland, während wenige Milliardäre zu den Krisengewinnern gehören. Allen voran Jeff Bezos. Er ist der reichste Mensch der Welt mit erstmals über 200 Milliarden Dollar Vermögen. Diesen obszönen Reichtum können wir uns nicht mehr leisten. Nachhaltige Politik heißt deshalb, Reichtum umverteilen, und zwar von oben nach unten, nicht wie bisher von unten nach oben, weltweit und auch hier in Deutschland. Denn die Ziele gelten für alle Länder. Und deshalb fordert DIE LINKE seit Langem, endlich eine Reichensteuer einzuführen und jetzt aktuell eine einmalige Vermögensabgabe für Milliardäre. Und multinationale Konzerne müssen endlich gerecht besteuert werden. Auch die herrschende Freihandelspolitik der Europäischen Union behindert nachhaltige Entwicklung. Sie trägt zu mehr Armut bei. Das haben wir vielfach diskutiert. Und zu Klimazerstörung. Deshalb braucht es endlich eine gerechte, neue Handelsordnung, die sozial und ökologisch ausgerichtet ist. Und die Bundesregierung hätte dieses Thema viel aktiver bei ihrer EU-Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung setzen können. Allem voran, das Mercosur-Abkommen muss gestoppt werden mit Brasilien und anderen Staaten, damit nicht noch mehr Regenwald zerstört wird und noch mehr Armut in diesen Ländern wächst. Zu gerechten Wirtschaftsbeziehungen gehört auch die Verantwortung von Unternehmen für ihre ausgelagerte Produktion. Wir haben es hier ja schon diskutiert. Und Unternehmen, die verantwortlich sind für Ausbeutung und Umweltzerstörung, müssen hier endlich bestraft werden können. Das ist ein entscheidendes Ziel, und deswegen kritisieren wir die nachhaltige Blockade des Wirtschaftsministeriums gegen dieses Lieferkettengesetz. Es muss endlich kommen. 80 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs, vielfach auch aus den Krisen- und Kriegsregionen dieser Welt. Und deswegen gehört zu nachhaltiger Politik auch Abrüstung und nicht weitere Aufrüstung. Wir sind mit einer Rekordsumme von 2 Billionen Dollar mittlerweile bei der Aufrüstung, bei Ausgaben für das Militär. Frieden und Entwicklung sind aber zwei Seiten einer Medaille, wenn wir zu einer Welt beitragen wollen, in der niemand mehr fliehen muss. Deshalb geht es auch an die Bundesregierung. Rüsten Sie im nächsten Haushalt ab und stoppen Sie endlich Ihre tödlichen Rüstungsexporte. Ich erteile das Wort nun dem Bundesminister Dr. Gerd Müller.